Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite an dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Willkommen zu mittlerweile Folge 4 unseres EKG-Webinars From Beginner to Boss. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass auch heute wieder so viele von Ihnen und euch hier dabei sind. An dieser Stelle zunächst auch wie immer erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an Javid für deine Bereitschaft, hier einen Teil des Abends mit uns zu verbringen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir steigen heute in den zweiten Teil unserer Trilogie Fast and Furious ein und wollen, nachdem wir im April über Vorhofflimmern und atriale Tachykardien gesprochen haben, auch heute bei den Herzrhythmusstörungen bleiben und sprechen heute unter dem Motto Notes and Pathways über AVNRTs und AVRTs. Und auch ich möchte hierfür unseren heutigen Experten begrüßen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir zu diesem spannenden Thema einen Kollegen mit derartiger Expertise gewinnen konnten. Javid hat es bereits gesagt, er ist der stellvertretende Klinikdirektor der Kardiologie am Charité-Virchow-Klinikum und der dortige Leiter der Rhythmologie. Und ich freue mich außerordentlich, Sie hier begrüßen zu dürfen an dieser Stelle. Auch schon ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Zeit von meiner Seite, Professor Dr. Hendrik Bolt. Herzlich willkommen. Und wie initial schon kurz gesagt, wir beschäftigen uns heute einerseits mit den AV-Knoten-Reentry-Tachykardien, den AVNRTs. Das N in diesem Kontext steht für Nodal oder Nodal und bezieht sich eben auf den AV-Knoten. Und die AV-Reentry-Tachykardie, den AVRTs. Klingt erstmal fast gleich und manchmal ist das auf Anhieb auch gar nicht so leicht voneinander zu unterscheiden, aber dafür sind wir ja heute hier. Da ich das große Glück hatte, schon eine kleine Sneak Peek in den Vortrag von Herrn Professor Boll zu bekommen, möchte ich auf typische Charakterisierung von Patientinnen und Patienten sowie tiefer gehende EKG-Marker hier in dieser Einführung jetzt erstmal komplett verzichten und nur einmal ganz kurz und knapp den Bogen wieder zurück zu den theoretischen Grundlagen auch vom letzten Monat noch einmal schlagen, weil ich ja hier versprochen habe, dass rückblickend die vorgestellten Tachykardie-Mechanismen, die wir beim letzten Mal kurz angerissen und besprochen haben, viel mehr Sinn machen werden. Und vielleicht erinnert sich in diesem Kontext noch jemand an diese Folie aus der letzten Session. Und ich möchte an dieser Stelle dann nochmal kurz auf zwei dieser Punkte ein bisschen eingehen. Zunächst einmal hatte ich ja beim letzten Mal den Hinweis gegeben, dass supraventrikuläre Tachykardien oberhalb des Hissbündels entstehen. Und wie wir mittlerweile aus den vorherigen Sessions immer wieder mitgenommen oder hoffentlich mitgenommen haben, bedeutet das, dass Sie das spezifische Reizleitungssystem auf Ebene der Herzkammern benutzen können. Das heißt, die Herzrhythmusstörungen, die oberhalb des Hissbündels im Vorhof entstehen, können durch die Nutzung des spezifischen Reizleitungssystems die Ventrikel auf dem schnellstmöglichen Weg erregen. Und das bedeutet auch, dass wir im EKG als Ausdruck dieser schnellen Erregung im Regelfall schmale QRS-Komplexe bei diesen Herzrhythmusstörungen sehen. Es sei denn, das Erregungsleitungssystem, was für diese Ausbreitung der Erregung verantwortlich ist, ist anderweitig erkrankt, zum Beispiel durch einen Schenkelblock, oder es liegen andere Besonderheiten im Reizleitungssystem vor, die wir heute auch zumindest streifen und besprechen werden. Und auch in dem Fall der Herzrhythmusstörungen, die wir heute besprechen, bei den AVNRTs und den AVRTs, kommt, wie versprochen, einer der drei typischen Mechanismen für die Entstehung und Erhaltung von Tachykardien zur Geltung, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Die drei, die Sie hier unten aufgelistet sehen, nämlich in diesem Fall ist das in beiden Fällen der Reentry-Mechanismus. Das ist ja auch im Namen quasi schon enthalten, dieser Tachykardien, und der wird heute wieder eine große Rolle spielen. Und wenn wir das Ganze nochmal kurz rekapitulieren, dann erinnern sich einige vielleicht, ein Reentry beruht auf einer kreisenden, sich immer weiter selbst unterhaltenden elektrischen Aktivierung des Herzmuskels. Und wir haben in der letzten Session einige wenige wichtige Voraussetzungen dafür definiert. Und zwar ist es erstmal so, dass so ein Makro-Reentry-Mechanismus immer eine fixierte anatomische Länge und Richtung der Kreisbahn vorgibt oder hat. Das heißt, durch eine bestimmte anatomische Gegebenheit ist der Weg, die diese kreisende elektrische Erregung im Herzen zurücklegt, immer derselbe. Und das ändert sich auch nicht. Zweitens muss es eine erregbare Lücke zwischen dem Anfang und Ende der Erregung geben. Das ist deshalb wichtig, weil diese kreisende Tachykardie in dem Moment automatisch beendet wäre, indem sie auf nicht erregbares Gewebe stößt, weil sie in dem Moment dann einfach abbricht. Das dahinterliegende Gewebe ist nicht mehr erregbar. Die Tachykardie kommt zum Stillstand und
ist damit vorbei. Und diese erregbare Lücke ist hier durch dieses kleine weiße Areal zwischen der Erregungsfront hier mit dem Pfeil und dem Ende hier gekennzeichnet. Das heißt, es muss immer hier erregbares Gewebe vorhanden sein, in das die Erregung wieder vordringen kann, um sich so zirkulär selbst zu erhalten. Und gleichzeitig haben wir besprochen, dass diese erregbare Lücke dadurch zustande kommt. Ich habe es hier auch nochmal dick markiert, einmal im Text, dass es im Verlauf dieser Kreiserregung Abschnitte mit unterschiedlichen Leitungs- und Erholungszeiten gibt und es so immer wieder zu entscheidenden Verzögerungen dieser Erregungsausbreitung an bestimmten Stellen kommt, die gewährleisten, dass die Erregung auch immer auf erregbares Gewebe stößt. Die Herzfrequenz, mit der sich die Kreisenerregung und somit auch die Tachykardie verhält, ist proportional zur Leitungsgeschwindigkeit des Gewebes, welche sie durchläuft und natürlich auch zu der Länge der Strecke, die zurückgelegt werden muss. Das heißt, Re-Entry-Mechanismen, die grundsätzlich eine längere Strecke zurücklegen, laufen in der Regel mit einer langsameren Herzfrequenz als Re-Entries, die eine kurze Strecke überbrücken müssen. Und auch das wird heute noch einmal wichtig. Es handelt sich bei diesen Re-Entries, zumindest bei den Makro-Re-Entries, ein Sonderfall eines Mikro-Re-Entries. Mit dem Vorflimmern haben wir beim letzten Mal auch besprochen, aber diese klassischen Makro-Re-Entries sind im Regelfall organisierte Tachykardien, die durch ihre fixe Strecke und ihre fixe Leitungszeit dementsprechend regelmäßig verlaufen und somit auch rhythmisch im EKG erscheinen. Und ohne jetzt im Detail auf den Mechanismus eingehen zu wollen, möchte ich die eben besprochenen Dinge noch einmal theoretisch auf die Tachykardie-Mechanismen übertragen, die uns Professor Bolt dann gleich genau erklären wird. Bei der AVNRT ist die erwähnte fixierte anatomische Bahn der AV-Knoten selbst. Wir sehen hier links das Kriterium, also wir haben hier einmal die Erregung, die oben vom Vorhof kommt, hier unten die Kammer und hier schematisch dargestellt den AV-Knoten. Und wir sehen hier links das Kriterium der erregbaren Lücke nicht erfüllt. Die Erregung, die hier runterläuft vom Vorhof Richtung Kammer, die bricht hier ab. Es ist hier markiert durch diese zwei schwarzen Balken und wir sehen deshalb, dass diese Tachykardie hier nicht entsteht. Es entsteht keine kreisende Erregung, kein Re-Entry, sondern das, was entsteht, wir sehen es hier schematisch auch im EKG dargestellt, ist ein ganz normaler Sinusschlag. Nun gibt es aber Umstände, über die wir gleich hören werden, die dafür sorgen, dass durch Abschnitte mit unterschiedlichen Leitungseigenschaften, nämlich hier außen langsam, hier zackig dargestellt und schnell, hier mit gerader Linie dargestellt, eine sich selbst erhaltende Erregung, ein sich selbst erhaltender Mechanismus über den AV-Knoten zustande kommt, der immer erregbares Gewebe an seiner Front vorfindet und immer erregbares Gewebe zur Verfügung hat und so kann eine Tachykardie entstehen und auch erhalten bleiben. Und auch der regelmäßige Ablauf lässt sich hier durch die fixierte Strecke sehr gut nachvollziehen. Die Erregung läuft immer hier im Kreis, hat hier immer einen Anteil mit langsamer Leitung, einen Anteil mit schneller Leitung, aber das verändert sich nicht. Die Leitungsgeschwindigkeiten verändern sich nicht, die zurückzulegende Strecke verändert sich nicht und deswegen entsteht hierdurch auch eine organisierte Tachykardie und eine Tachykardie, die im EKG zwar schnell, aber rhythmisch verläuft. Und auch bei der AVRT verläuft der anatomische Weg, der zurückgelegt werden muss, etwas weiter. Auch hier ist ein Anteil dieser Erregung der AV-Knoten. Der ist einmal hier dargestellt, der ist einmal hier in dieser Schematik nochmal dargestellt. Und der andere Anteil ist eine zusätzliche Leitungsbahn dieses Mal aber, und das unterscheidet es auch von der AVNRT, abseits des AV-Knotens. Und zwar zum Beispiel in diesem Schema hier oder hier einfach durch diese Lücke dargestellt. Und wir sprechen hier von einer akzessorischen Leitungsbahn. Das heißt, eigentlich ist ja diese Ebene der AV-Klappen, stellt eine elektrische Isolation zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern dar. Und bei der AVRT ist es nicht gegeben. Da gibt es irgendwo auf dieser Ebene abseits des AV-Knotens Gewebe, das so eine Erregung leiten kann. Und das nennen wir dann eine akzessorische Leitungsbahn.
Und auch hier ergibt sich hieraus eben diese feste anatomische Strecke, die die Grundlage für den Erregungskreislauf darstellt und aus der sich erneut alle zuvor genannten Konsequenzen ergeben. Und welche das sind und was überhaupt alles notwendig ist, damit diese Tachykardien entstehen und wie man sie erkennt und auch behandeln kann, wird uns nun jemand berichten, der sich damit schon deutlich länger beschäftigt noch als ich, sodass auch ich mich sehr auf den Vortrag freue und sehr gespannt bin auf viele neue Erkenntnisse. Herr Professor Beuth, die Bühne gehört Ihnen. Toll, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche uns allen viel Spaß bei dem nun sicher spannenden Vortrag. Ja, also lieber Sebastian, lieber Javid, also auch von mir nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich finde es eine super Veranstaltung. Ich glaube, für alle die, die jetzt noch nicht die Gelegenheit hatten, die vorangegangenen Kurse sich mal anzuschauen, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Machen Sie das. Kann man auf YouTube angucken, wann immer es einem passt. Ja, nicht zeitgebunden, im Zug, im Flugzeug, wo auch immer. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau, wir springen einfach direkt ins Thema Nodes and Pathways, AVNRT, AVRT. So ein bisschen was ist ja in der Einleitung von Sebastian schon gesagt worden. Wir bewegen uns im Gebiet der Tachykardien. Tachykardien gibt es einmal Schmalkomplex und Breitkomplex-Tachykardien. Vorflimmern, Vorflattern ist schon besprochen worden. Heute und auch die atriale Tachykardien sind schon besprochen worden. Heute soll es um die AVNRT und die AVRT gehen. Breitkomplex-Tachykardien, da gibt es einmal die ventrikulären Tachykardien, die werden sicherlich auch nochmal Thema sein. Und wenn wir Vor-Tachykardien haben, wo die Patienten entweder einen vorbestehenden Schenkelblock haben oder durch die hohe Herzfrequenz ein funktioneller Schenkelblock auftritt, können natürlich auch Breitkomplex-Tachykardien sein. Genau. Heute sprechen wir über das, sage ich mal, zwei Rhythmusstörungen aus dem Feld der sogenannten paroxysmalen supraventrikulären Tachykardien, AVNRT und AVRT. Und in der Regel haben die Patienten mit diesen Rhythmusstörungen eine ganz typische Klinik, wo wir aus der Anamnese schon irgendwo einen Verdacht bekommen, das kann sich um so eine Rhythmusstörung handeln. Interessanterweise nehmen die Patienten oft selber, wenn sie einem das erzählen, den Begriff Herzrasen in den Mund. Ein Patient mit Vorflimmern beschreibt selten, nimmt selten das Wort Herzrasen in den Mund und ein Patient mit Vorflattern auch nicht und ein Patient mit Extrasystolen auch nicht. Die sagen eher Herzstolpern. Also alleine schon der Begriff Herzrasen, auch wenn das noch nicht nach meiner Kenntnis wissenschaftlich untersucht worden ist, hat schon einen hohen prädiktiven Wert, dass wir es mit einer solchen Rhythmusstörung zu tun haben. Und die Rhythmusstörungen können sehr schnell werden. So wie wir das vorhin in dem letzten EKG-Beispiel gesehen haben, Herzfrequenzen von 200 bis sogar manchmal 240 pro Minute sind da möglich. Es gibt aber auch langsamere. Also ich habe auch schon AV-Knoten-Reentry-Tachykardien mit einer Frequenz von 100 gesehen. Aber in der Regel sind das schnellere Rhythmusstörungen. Die können unterschiedlich lange anhalten, Minuten, Stunden. In der Regel halten die nicht Tage oder Wochen oder Monate an wie Vorflimmern, weil die Patienten natürlich bei der hohen Herzfrequenz eine Symptomatik haben und irgendwann einen Arzt konsultieren. Hin und wieder können Patienten das selber beenden. Auch ohne dass man ihnen das erklärt, kriegen sie das raus, dass sie zum Beispiel durch Pressen, also so ein sogenanntes Valsalva-Manöver, tiefes Atmen, von Überbeugen, Trinken von kaltem Wasser, das irgendwie beenden können. Auch das ist irgendwo diagnostisch oder in der Differentialdiagnose ein hinweisender und wegweisender Befund. Oft ist es so, dass das Herz strukturell gesund ist, also wenn sie ein Echo machen, völligen Normalbefund erheben. Das sind in der Regel Patienten so alt wie Sie oder ich. Also so zwischen 20 und 60 Jahre, können auch mal ältere Menschen sein oder auch mal schon im Säuglings- oder Kleinkindalter auftreten, wenn es um die akzessorischen Leitungsbahnen geht, die ja für die AV-Reentry-Tachykardien verantwortlich sind. Das besprechen wir gleich noch etwas mehr im Detail. Leider haben diese Patienten nicht selten eine lange, sag mal, Odyssee hinter sich, bevor sie an einen Arzt geraten, der die richtige Verdachtsdiagnose stellt und die richtigen Schritte einleitet. Denn oft ist es so, die Rhythmusstörung ist wieder vorbei, wenn man zum Arzt geht. Es wird ein EKG geschrieben, zeigt einen Normalbefund. Es wird ein Echo gemacht, zeigt einen Normalbefund. Es wird ein 24-Stunden-EKG geschrieben, das natürlich, wenn an dem Zeitpunkt nicht zufällig gerade eine Rhythmusstörung da ist, nichts zeigt. Und es wird gesagt, es ist doch alles in Ordnung. Wir haben alle Diagnostik gemacht und haben nichts gefunden. Alles Einbildung. Dann kommt leider oft so der Weg in Richtung Psychosomatik oder in Richtung Panikattacken.
was für diese Patienten dann oft traumatisierend wirkt, weil sie sich einfach nicht ernst genommen fühlen und sagen, also ich weiß ganz genau, dass das keine Panikattacke ist, weil ich saß völlig entspannt in einer netten Atmosphäre auf dem Sofa und es ist trotzdem halt passiert. Das ist so mal die Häufigkeits- und Altersverteilung. Ich hatte schon gesagt, zu den paroxysmalen supraventrikulären Tachykardien zählt die AVNRT, die AVRT, aber auch die atriale Tachykardie. Und das größte Feld nimmt hier dieses Rosane in der Mitte ein, die AVNRT. Atriale Tachykardien sind sozusagen im Kindesalter etwas seltener, sind eher eine Erkrankung, die mit zunehmendem Alter zunimmt. Und die AVRT, die ja, wie gesagt, bedingt ist durch angeborene akzessorische Leitungsbahnen, hat sozusagen ihren größten Anteil im Kindes- und Jugendalter. Und je älter die Patienten dann werden, desto geringer wird sozusagen der relative Anteil, den diese Rhythmusstörungen haben. Genau. Das ist für, denke ich, eine ganz wichtige Take-Home-Message aus dem, was ich sozusagen zwei Folien vorher gesagt habe. Wenn man aus der Anamnese den Verdacht auf das Vorliegen einer Herzrhythmusstörung hat und wie gesagt, Palpitationen, Herzrasen und so weiter, das sollten die entsprechenden Trigger sein, dann muss man sich die Mühe machen, diese im EKG zu dokumentieren. Und dafür haben wir heutzutage viele, viele gute Möglichkeiten. Das muss nicht immer das 12 für das Langzeit-EKG sein, weil da muss man schon viel Glück haben, dass es da aufgezeichnet wird. Es gibt inzwischen mit Smartwatches oder transportablen Ein-Kanal-EKG-Geräten, die man den Patienten mal für ein paar Wochen oder Monate mitgeben kann, genug Möglichkeiten, um während so eines Anfalls einen Rhythmusstreifen zu schreiben. Und ich kann letztendlich dann relativ klar sagen, ist es wirklich eine Sinustachykardie, die ich vielleicht bei einer Panikattacke erwarte, oder ist es eine regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie mit einer Frequenz von 220? Also das ist wirklich, glaube ich, eine wichtige Message. Man kann es dann einfach diagnostizieren, man muss nur das EKG haben und da muss man sich eben ein bisschen die Mühe machen, das auch zu dokumentieren. So, beginnen wir mal mit der AV-Knoten-Reentry-Tachykardie. Die AV-Knoten-Reentry-Tachykardie ist eine Reentry-Tachykardie, also eine Kreiserregung, die, ich möchte mal sagen, um den AV-Knoten drumherum läuft. Man hat einen sogenannten elektrisch oder physiologisch geteilten AV-Knoten mit einem langsamer leitenden Anteil, einem schneller leitenden Anteil, die auch unterschiedliche Refraktärzeiten haben. Also man kann sich das so vorstellen, diese Bereiche brauchen unterschiedlich lange, um sich wieder zu erholen, wenn sie einmal aktiv waren. Also der Schnelle, der leitet zwar sehr schnell, der braucht aber länger, um sich zu erholen. Und der Langsame, der ist so ein bisschen der gemütlichere Kandidat, der geht das Ganze langsamer an, leitet langsamer, aber ist schneller sozusagen dann wieder erholt, ausgeruht und kann dann sozusagen den nächsten Impuls leiten. Und eine ganz typische Sache bei dieser Rhythmusstörung ist, dass die QRS-Komplexe eben regelmäßig sind. So, dann gehen wir das mal durch, wie das sozusagen funktioniert, dieser Tachykardie-Mechanismus. Also wir haben hier einen schnellen Leitungsanteil, einen langsamen Leitungsanteil. Man muss sich das sozusagen modellhaft vorstellen. Also wenn Sie sich so einen AV-Knoten unter einem Elektronenmikroskop angucken, dann gibt es da keine Faser oder ein Kabel oder eine Bahn, sondern das sind sozusagen präferentielle Leitungswege, die so ein bisschen mit der Faserarchitektur zu tun haben. Aber es sind eben keine klar definierten Bündel wie jetzt der rechte Schenkel oder der linke Schenkel. Der schnelle Anteil liegt oben, also eher kranial am AV vom kompakten AV-Knoten und der langsame Anteil liegt inferior, also kaudal vom kontakten AV-Knoten. So, wenn wir jetzt eine normale Sinuserregung haben, dann erreicht die natürlich beide Schenkel sozusagen oder beide Leitungswege. Der hier, der drängelt sich immer vor, der ist ein bisschen schneller, der macht das hier alles refraktär, der kommt ein bisschen später an, trifft hier auf refraktäres Gewebe und dann geht die Erregung nicht weiter. Und wir haben dann im EKG, so wie Sie es kennen, eine P-Welle mit einer wahrscheinlich normalen PQ-Zeit, QRS-Komplex, der nächste Sinusschlag, P-Welle, normale PQ-Zeit, QRS-Komplex. Also Sie können in einem normalen Sinus-EKG nicht erkennen, ob so ein Patient einen langsamen und einen schnellen Anteil am AV-Knoten hat. Anders sieht es jetzt aus, wenn so eine Extrasystole kommt. Und jeder von uns hat hin und wieder mal Vorhof- oder ventrikuläre Extrasystolen. Kein Herz schlägt wie ein Schweizer Uhrwerk. So, da sieht es jetzt so aus. Wir haben also hier unseren Sinusschlag. Der kommt, wie auf dem vorherigen Folie gesehen,
über den schnellen Leitungsweg und leitet hier durch. Also hier alles normal. Dann kommt diese vorzeitige Extrasystole. Und die kommt jetzt zufällig genau zu einem Zeitpunkt, wo der sich gerade noch von seinem Sprint erholt, der hier aber schon wieder erholt ist, ausgeruht ist und sagt, so, jetzt bin ich mal dran, jetzt leite ich hier meinen Impuls weiter, der ist noch refraktär und dann kommt der hier plötzlich auf erregbares Gewebe, freut sich und sagt, jetzt bin ich mal dran, leite meinen Impuls über und das geht dann hier zum QRS-Komplex. Aber weil der eben etwas langsamer ist als der andere, haben wir jetzt plötzlich eine längere PQ-Zeit. Ja, aber auch eine Überleitung. Auch das ist noch nicht der Start einer AVNRT. Aber manchmal, wenn man genau hinguckt, kann man sowas in einem Langzeit-EKG sogar mal erkennen, dass sie plötzlich bei einer Vorhof-Extrasystole eine deutliche Verlängerung der PQ-Zeit bekommen. Dann wird bei Ihnen ab jetzt, bei jedem von Ihnen, ein Lichtlein aufgehen und sagen, aha, jetzt springt die Leitung vom schnellen Leitungsweg auf den langsamen Leitungsweg. So, und wie sieht es jetzt aus, damit diese Rhythmusstörung losgeht? Da kommt jetzt sozusagen noch die Situation hinzu, dass diese Leitungsverzögerung so lange dauert, dass sich dieses Gewebe inzwischen auch wieder erholt hat. Und jetzt kann dieser Impuls hier auch zurückleiten. Und wenn der hier dann genug Zeit hatte, sich zu erholen, ne, weil die Erregung hier so lange durchgebraucht hat, hat sich das hier vorne erholt, läuft hier wieder langsam durch, dann trifft das hier alles auf wieder erregbares Gewebe. Und schon haben wir unsere Kreiserregung hier. Und das sieht dann im EKG genau so aus, nämlich ich habe meinen QRS-Komplex, hier teilt sich die Erregung dann, ja. Ein Teil geht sozusagen über das Hissbündel und die spezifischen und den rechten und linken Schenkel zum Ventrikel, macht einen QRS-Komplex. Der hier geht zurück zum Vorhofmyokard und erregt den Vorhof wieder und wir bekommen hier am Ende noch so eine P-Welle, die uns jetzt tatsächlich schon gar nicht mehr so eindeutig als P-Welle identifizierbar ist, weil sie entweder komplett im QRS-Komplex verborgen ist oder so ganz am Ende noch wie so eine kleine Nachschwankung macht. Ja? So, dann läuft die Erregung diesen Weg hier lang. Das ist genau dieses Intervall im EKG. Kommt hier wieder irgendwann an. Das müsste jetzt ungefähr hier so passieren. Geht dann wieder über das Hissbündel zum Ventrikel, macht den QRS-Komplex und läuft gleichzeitig wieder zurück und macht hier hinten wieder diese P-Welle. Ja? Also das ist die Leitung über den langsamen Anteil, das ist dann wiederum die Leitung hier über den schnellen Anteil. Also slow, fast, slow, fast, slow, fast. Und das ist genau das Bild einer sogenannten typischen AV-Knoten-Reentry-Tachykardie. Ja? Das ist die hier. Und wie so immer im Leben, wenn es irgendwas gibt, was typisch ist, gibt es auch irgendwas, was atypisch ist. Und das sind dann diese beiden Formen. Da läuft sozusagen der Kreis genau andersrum. Ja? Also bei der typischen AV-Knoten-Reentry-Tachykardie ist die P-Welle hier hinten am Ende des QRS-Komplexes erkennbar. Und wo wir da immer hingucken, und ich hoffe ab heute Nachmittag, heute Abend, Sie auch, ist die Ableitung V1. Und man sieht nämlich dieses retrograde kleine P oft als so eine kleine Nachschwankung hier am Ende des QRS-Komplexes von V1. Wir nennen das dann ein sogenanntes R' oder so ein Pseudo-R. Ne? Also ein R, ein S und dann kommt hier hinter noch so eine Positivität. Und richtig gut ist es dann, wenn Sie noch ein EKG im Sinusrhythmus von dem gleichen Patienten oder der gleichen Patientin haben und sehen, da ist diese kleine Nachschwankung nicht da. Dann können Sie sagen, genau das war diese retrograde P-Welle. Ja? Bei der atypischen AVNRT, der Fast-Slow, wo der Mechanismus genau andersrum ist, nämlich die Erregungsleitung zum Vorhof geht über den Slow-Pathway und über den Fast-Pathway geht es wieder zum Ventrikel, die entsteht oft, ich gehe nochmal zurück, durch ventrikuläre Extrasystolen, wo quasi eine ventrikuläre Extrasystole kommt, die über den AV-Knoten oder das Hissbündel retrograd leitet. Das können die meisten AV-Knoten, können retrograd leiten, das ist überhaupt keine Besonderheit. Für die von Ihnen, die Schrittmacherabfragen manchmal machen, die wissen das. Es ist überhaupt keine Besonderheit. Und wenn diese Extrasystole eben mit einer entsprechenden Vorzeitigkeit kommt, wo dann der Fast Pathway noch refraktär ist, leitet es eben in die Richtung über den Slow und geht dann sozusagen hier wieder über den Fast. Dann läuft es genau andersrum. Und dann haben wir keine Slow-Fast, sondern eine Fast-Slow. Und genau da ist dann eben die P-Welle nicht am Ende vom QRS-Komplex, sondern direkt davor. Ja? Und das ist eine Rhythmusstörung, die kann man ganz einfach verwechseln, würde ich genauso tun mit einer ektopen Vorhof-Tachykardie, ja, wo sozusagen die P-Welle direkt vor dem QRS-Komplex ist. Sie können aber anhand, wenn Sie ein 12-Kanal-EKG haben, anhand der P-Wellenmorphologie
mit diesen negativen P-Wellen in 2, 3 AVF schon vermuten, dass es irgendwas ist, was sozusagen aus dem unteren Vorhof kommt, wahrscheinlich irgendwo AV-knotennah. Und dann gibt es auch noch die Situation einer Slow-Slow, also wo sozusagen der Fast-Pathway auch schon einen kleinen Schlag weg hat und nicht mehr so ganz schnell leitet, sondern auch noch verzögert. Und dann haben Sie sozusagen, können Sie alles Mögliche kriegen, dann ist die P-Welle hier irgendwo in der Mitte. Ja? Und die ist dann wiederum auch nicht so einfach zu unterscheiden im Vergleich zum Beispiel zu einer AV-Reentry-Tachykardie, die wir ja gleich noch besprechen wollen. Also das Allerhäufigste, wirklich mit weit über, ich würde fast sagen 95% von den AV-Knoten-Reentry-Tachykardien ist das hier die Slow-Fast-Form. Ja, vielleicht bevor wir jetzt zu den Bahnen gehen, gibt es dazu noch Fragen? Ich finde eure Handheben auch im Verlauf des Vortrags, da können wir sagen, auch genauso bei so kleinen Lücken die Fragen aufnehmen. Aber es scheint gerade. Ja, dann mache ich weiter. Wie gesagt, wenn noch Fragen kommen, haben wir ja noch ein bisschen Zeit, die dann auch später noch zu besprechen. Ja, das hier ist sozusagen eine Abbildung aus dem Originalpaper von Wolf, Parkinson und White, die sozusagen dieses WPW-Syndrom, von dem sie damals ja gar nicht so richtig wussten, was es eigentlich ist, erst beschrieben haben. Hier sind so die damaligen EKG-Ableitungen aus dem Paper. Also ja, heutzutage sind wir andere EKG-Qualität gewöhnt. Damals, 1930, war das State of the Art. Und es ist ganz interessant, weil man hier sozusagen in einem Fall schon beschrieben hat, das ist beides sozusagen Case One, dass hier sozusagen in der Ruhe man hier die P-Welle sieht und sozusagen diese breiten, noch damals als Rechtsschenkelblock beschriebenen EKGs gesehen hat und hier sozusagen unmittelbar nach einer Belastung dieses Muster, dieses so vermeintliche Schenkelblockmuster wieder weg war. Genau, also wir sprechen jetzt über sogenannte akzessorische Leitungsbahnen. Das sind welche, die kann man tatsächlich unter dem Mikroskop. Ich habe jetzt vor kurzem sogar mal ein Bild von einem MRT gesehen, wo man diese Muskelbündel im MRT darstellen konnte. Das sah total cool aus. Die kann man tatsächlich sehen. Ja? Das ist letztendlich verbliebenes Arbeitsmyokard auf der Klappenebene, wo ja normalerweise eine elektrische Trennung zwischen Vorhof und Ventrikel da sein sollte. Und diese Verbindung sollte ja eigentlich nur auf AV-Knotenebene da sein. Also hier sozusagen in diesem epikardialen Fett gibt es noch Muskelbündel, die das hier sozusagen überbrücken. Und die können überall am Tricuspidalklappenannulus liegen oder am Mitralklappenannulus liegen. Und die können manchmal vom Vorhof zum Ventrikel leiten. Dann würden wir, wie ich es gleich zeigen werde, eine sogenannte Präexzitation im EKG sehen. Oder die können nur vom Ventrikel zum Vorhof leiten, sogenannte verborgene oder nur retrograd leitende akzessorische Bahnen. Oder eben auch beides. Und je nachdem, wie die Eigenschaften dieser Fasern sind, können wir eben auch verschiedene Rhythmusstörungen dann sehen. Hier ist mal so ein Bild von einer am Mitralklappenannulus liegenden Faser. Da haben wir hier sozusagen das epikardiale Fett, Vorhofmyokard, hier Mitralklappe. Hier liegt schon der entsprechende Ablationskatheter, Koronarsinus, der Ramus circumflexus der linken Koronararterie. Und hier wäre sozusagen diese akzessorische Bahn, das ist letztendlich in diesem Bild hier entsprechend. Was sind jetzt AV-Reentry-Tachykardien? Eigentlich sind AV-Reentry-Tachykardien eine Spezialform, eigentlich eine dritte Form von Rhythmusstörung. Sie sind nicht reine supraventrikuläre Tachykardien, sie sind natürlich keine rein ventrikulären Tachykardien, sondern sie sind irgendwie so ein Zwitter dazwischen. Und warum sind sie das? Sie sind das deshalb, weil die Kreiserregung sowohl über den AV-Knoten läuft und über die Bahn läuft und der sowohl Vorhofmyokard als auch Ventrikelmyokard essentieller Bestandteil dieses Reentrikreises ist. Ja? Wir sprechen von sogenannten orthodromen AV-Reentritachykardien, wenn der AV-Knoten in der richtigen Richtung, nämlich von Vorhof zum Ventrikel, durchlaufen wird. Und dann erreicht sozusagen die elektrische Erregung irgendwann hier diesen ventrikulären Teil dieser akzessorischen Faser, wird durch diese Faser zurückgeleitet, läuft dann wieder über den Vorhof zum AV-Knoten, Hissbündel und geht wieder so rum. Ja? In der Regel sind diese Tachykardien natürlich regelmäßig, weil ein stabiler Kreis läuft und sie haben schmale QRS-Komplexe, da sie ja das spezifische Reizleitungssystem rechter Schenkel und linke Schenkel nutzen können. Die können breit sein, wenn ein Schenkelblock vorbesteht oder durch die Frequenz funktionell auftritt.
antidrome AV-Reentry-Tachykardien. Bei denen läuft der Kreis genau andersrum. Dafür brauche ich eine akzessorische Bahn, die auch vom Vorhof zum Ventrikel leitet. Da sind die Pfeile genau umgedreht. Also es läuft sozusagen über die akzessorische Bahn zum Ventrikel, findet dann irgendwann Anschluss an das spezifische Reizleitungssystem, wird hier über Septum zurückgeleitet, geht über den AV-Knoten zum Vorhof, geht über den Vorhof wieder hier hin und findet so seinen Weg und läuft dann so rum. Und diese Tachykardien haben natürlich wahnsinnig breite QRS-Komplexe, weil sie eben in der Regel keinen Anschluss haben ans spezifische Reizleitungssystem, sondern wie so eine ventrikuläre Tachykardie aussehen und wie gesagt breite QRS-Komplexe haben. Das heißt, diese Tachykardien sind leicht zu verwechseln mit ventrikulären Tachykardien. Und ich habe sozusagen eine abwechselnde Erregung von Vorhof und Ventrikel. Es wird immer einer nach dem anderen erregt, sodass ich diese P-Wellen zwischen den QRS-Komplexen habe. Ja? Also bei einer typischen AV-NRT unmittelbar nach dem QRS-Komplex oder im QRS-Komplex, bei den AV-Reentry-Tachykardien zwischen den QRS-Komplexen und bei einer ektopen Vorhof-Tachykardie in der Regel kurz vor den QRS-Komplexen. So kann man das auseinanderhalten. Jetzt noch zwei, drei Worte zu den akzessorischen Leitungsbahnen und zur Präexzitation. Die Präexzitation sehen wir anhand der Delta-Welle im Oberflächen-EKG. Und diesen QRS-Komplex, den wir da bekommen, der ist sozusagen ein Mischbild aus der Menge Myokard, die über den AV-Knoten erregt wird und über das histische Bündel und über den rechten und linken Schenkel. Das ist hier sozusagen der gelbe Anteil. Und der Teil, der über die akzessorische Bahn erregt wird. Das ist hier dieser blaue Teil. Irgendwo treffen sich diese Wellen dann und das trifft sozusagen auf refraktäres Gewebe, nämlich das, was entweder über das Gelbe oder über das Blaue erregt wurde. Und diese Delta-Welle, diese Präexzitation, ist umso deutlicher zu sehen, umso größer, je mehr von diesem Ventrikelmyokard über die akzessorische Faser erregt wird. Jetzt vielleicht mal die Frage in die Runde. Kann sich irgendjemand Situationen vorstellen, wo das mal besonders ausgeprägt ist? Ich sage mal so, denken Sie mal an eine der letzten Folien, EKG-Folien von Herrn Feikert. Da, wo man da schön die P-Wellen gesehen hat. Was hat er da, was haben die Kollegen da gemacht? Therese, du bist unser Joker heute. Na, da habe ich ja Glück gehabt. ich hätte jetzt gedacht, bei Erregungsleitungsstörungen, also zum Beispiel bei Blockbildern. Ja, welche Blockbildern? Das ist richtig, das ist auf der richtigen Spur. Ich sage mal so, also, Schenkelblock, ja, kann sein. Sie meinen jetzt einen Rechts- oder Linksschenkelblock? Ja, genau. Ja, also, ich sage mal so, nehmen wir mal an, wir sind mal in dem Schema hier. Die Faser liegt hier drüben, ja. Meinen Sie, ein Rechtsschenkelblock hätte auf die Menge der Delta-Wellen Einfluss, also wenn der Teil hier wegfällt? Nee, also... Eher nicht, ne? Wenn der hier wegfallen würde, dann würde die Erregung ja erst den Weg nehmen müssen und es würde länger dauern, bis es sozusagen hier drüben ankommt und es wäre mehr blau. Also ich sag mal so, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie im Rugby oder so, die kämpfen gegeneinander und jeder will mehr vom Spielfeld für sich haben. Und wenn ich natürlich hier den Weg weitermache, hat Blau mehr Chancen, mehr sozusagen Feldhoheit zu erarbeiten. Worauf ich hinaus wollte, ist zum Beispiel Adenosin. Wenn Sie Adenosin geben und hier oben den AV-Knoten blockieren, dann kommt gar nichts Gelbes mehr an, dann ist alles blau. Dann haben Sie sozusagen die gelbe Mannschaft mal wieder in die Kabine geschickt. Ja, die dürfen gerade mal gar nicht aufs Spielfeld. Oder halt, wenn Sie Patienten haben, die einen vorbestehenden AV-Block ersten Grades haben, ne, dann dauert das ewig lange, bis das hier durchkommt und dann ist auch wieder blau im Vorteil. Oder aber Sie haben eine Vorhof-Extrasystole, die zufällig genau hier, sage ich mal, aus der linken unteren Pulmonalvene kommt, direkt in der Nähe von dieser Faser. Ja, dann ist der Weg, dann kommt das hier viel schneller an, als dass es hier rüber wandert, da durchgeht und dann hier ankommt. Dann habe ich auch mehr blau. Ja? Also das ist sozusagen ein bisschen ein dynamisches Geschehen, wie viel Delta-Welle ich habe. Wenn ich, und das machen wir in so elektrophysiologischen Untersuchungen, wenn wir auch im Vorhof sehr schnell stimulieren und damit sozusagen eine Leitungsverzögerung im AV-Knoten produzieren, dann sehen wir auch mehr Präexzitation. Ja? Und das soll genau mal dieses Beispiel hier zeigen. Ne? Also sozusagen, da habe ich jetzt eine Situation, wo plötzlich viel mehr Delta-Welle da ist.
Typischerweise sieht man mehr Deltawelle bei akzessorischen Bahnen, die hier rechts liegen. Ne? Weil es ja klar, der Sinusknoten ist hier oben, die Erregung läuft hier rüber, die ist schnell hier an dieser Bahn, kann sozusagen schon mal lossprinten, bevor die überhaupt den AV-Knoten erreicht und hier sozusagen dann die Ventrikel erregt werden. Bei so weit links gelegenen Bahnen kann es ein bisschen schwieriger sein. Also alleine die anatomische Lage gibt da schon sozusagen einen Hinweis drauf. Und dann gibt es, das sind jetzt sozusagen dieses Beispiel mit Präexzitation, das sind Bahnen, die antegrad leiten. Oft leiten die dann auch retrograd. Es gibt ein paar seltene, die nur antegrad leiten. Und dann gibt es die Fasern, die nur retrograd leiten. Also die leiten nur vom Ventrikel zum Vorhof. Und die sehe ich im Ruhe-EKG überhaupt nicht, weil da wird ja alles über den AV-Knoten erregt. Ja? Das sind sogenannte verborgene akzessorische Bahnen. Die sehe ich dann nur als Hinweis, wenn ich eine Tachykardie habe oder in einer elektrophysiologischen Untersuchung. Ja, so ist hier mal ein Beispiel einer orthodromen AV-Reentry-Tachykardie. Ja, ist also auch eine regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie. Und da muss man ehrlicherweise, ich gebe es zu, auch ich würde mich da schwer tun, jetzt irgendwo zu sagen, wo genau die P-Welle liegt. Aber wir würden vermuten, dass die hier irgendwo dazwischen ist. Hier sozusagen zwischen den QRS-Komplexen. Ja. Da ist dann oft, hatte ich glaube ich schon gesagt, hilfreich der Vergleich mit einem EKG ohne Tachykardie, weil da können Sie dann erkennen, ob irgendwelche vermuteten Schwankungen hier in der T-Welle tatsächlich auch im Sinusrhythmus da sind oder nicht da sind. Wenn sie nicht da sind, spricht sehr viel dafür, dass es sozusagen die P-Welle ist. Und das ist hier so eine mal antidrome AV-Reentry-Tachykardie, wo man sich tatsächlich schwer tun würde, das von einer Kammertachykardie zu unterscheiden. Das Einzige, was einem so ein bisschen einen Hinweis darauf geben könnte, ist diese sogenannte positive oder fast aus bis V6, diese positive Konkordanz, also diese sehr positiven Ausschläge in V1 bis V5, die darauf hindeuten, dass es ein sehr weit von der Herzbasis kommender, sozusagen, ja, eine kommende Ventrikelerregung ist. Könnte aber theoretisch auch irgendeine Kammertachykardie hier aus dieser Region sein. Das kann man am Ende dann nur klären, wenn die Rhythmusstörung terminiert ist und man dann auch eine Deltawelle sieht, die wahrscheinlich eine ähnliche Morphologie hat wie diese QRS-Komplexe, dann weiß man, dass das tatsächlich doch eine antidrome AV-Reentry-Tachykardie war. Vielleicht noch für Sie zum Mitnehmen, überprüft da hier mein Outlook, das tun wir mal zur Seite. Wie geht man sozusagen mal schrittweise vor, wenn man eine Schmalkomplex-Tachykardie hat? Schmalkomplex ist definiert als weniger 120. Guckt man erstmal, wie wir es eingangs schon gesagt haben, ist es regelmäßig oder nicht. Wenn es nicht regelmäßig ist, ist es höchstwahrscheinlich Vorflippern oder eine Vorflatter mit einer unregelmäßigen Überleitung. Wir sprechen ja über die regelmäßigen Tachykardien. Da ist die Frage, sehe ich eine P-Welle? Wenn ich die nicht sehe, dann ist es sehr wahrscheinlich eine AV-NRT. Oder ich habe die P-Welle übersehen. Wenn ich P-Wellen sehe, muss ich gucken, habe ich eine Vorfrequenz, die größer ist als die Ventrikelfrequenz. Wenn das der Fall ist, also ich habe mehr Vorhöfe als Ventrikel, dann ist es ein Vorflattern oder eine Vorftachykardie mit irgendeiner 2:1, 3:1 Überleitung. Wenn ich nicht mehr Vorhöfe als Ventrikel habe, dann gucke ich mir an, wie ist das Verhältnis von mir vermuteten P-Welle zum QRS-Komplex. Wenn das kurz ist, dann ist es entweder eine AV-NRT, wenn es weniger 70 Millisekunden ist, also quasi im QRS-Komplex steckt oder kurz dahinter. Wenn es mehr als 70 Millisekunden ist, aber immer noch nicht weiter als sozusagen die Mitte zwischen zwei QRS-Komplexen, dann ist es eine AV-RT oder eine atriale Tachykardie. Und wenn dieses Intervall lang ist, also quasi die P-Welle kurz vor dem QRS-Komplex ist, dann habe ich entweder eine atriale Tachykardie oder eine atypische AV-NRT. Im Zweifel hilft Ihnen dann nur eine invasive elektrophysiologische Untersuchung, die dann natürlich auch eine Konsequenz hat, wie oft eine entsprechende Ablation. Ja, vielleicht noch kurz zwei, drei Worte zum Adenosin, weil es ja vorhin schon angeklungen ist. Also in der Regel gibt man das bei Schmalkomplex-Tachykardien. Wenn die regelmäßig sind, also wenn ich nicht klar sagen kann, es ist ein Vorflimmern, weil bei Vorflimmern macht es eigentlich keinen Sinn. Man könnte es höchstens geben, um Flatterwellen zu demaskieren oder eben eine AV-NRT oder eine AV-RT zu terminieren. Bei Breitkomplex-Tachykardien, die regelmäßig sind,
kann man es geben, wenn man eine, wenn man eine ja, wenn man irgendwie unsicher ist, ob es nicht doch eine AVNRT ist mit einem Schenkelblock. Bei einer VT wird es natürlich nicht funktionieren. Und gerade dann, wenn man eine antigradleitende accessorische Bahn vermutet, sollte man es nicht unbedingt geben, weil die Gefahr besteht, dass man damit entweder ein Vorflimmern provoziert oder ein bestehendes Vorflimmern den AV-Knoten blockiert und man eine sehr schnelle Leitung über die accessorische Leitungsbahn triggert und damit Kammerflimmern induziert. Okay. Bevor wir zu den Beispielen kommen, ist vielleicht eine Frage ja. auf dem Chat ist aufgetaucht. Und zwar von Kollegin Gutkowski, wo liegt der Unterschied zwischen, also wo liegt der Unterschied zwischen einer AVNRT, AVRT und einer Double Fire Tachykardie? Da muss ich jetzt gestehen, den Begriff Double Fire Tachykardie höre ich zum ersten Mal. Ich stelle mir das so vor, dass es eine Tachykardie ist, wo man wahrscheinlich einen ektopen Fokus hat mit verschiedenen Ursprüngen. Was ja dann vom Mechanismus keine Kreiserregung ist, sondern irgendwo eine fokale Tachykardie. Ich habe auch noch eine Frage von einem Kollegen per E-Mail tatsächlich bekommen dazu. Ich weiß nicht, ob da die Chatfunktion nicht entsprechend nicht funktioniert hat. Jedenfalls schreibt der Kollege, gibt es einen Unterschied zwischen WPW und AVRT? Ist WPW eine Form der AVRT? Und wenn ja, wie unterscheidet sie sich von anderen Formen der AVRT? Ja, also von einem WPW-Syndrom spricht man, wenn man A, eine Präexzitation hat und B, auch Rhythmusstörungen daliegen. Das heißt, das Auftreten von Rhythmusstörungen ist quasi Bestandteil der Definition des WPW-Syndroms. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Also sozusagen eine AVRT ist eine Form von Rhythmusstörung, die man bei einem WPW-Syndrom bekommen kann. Eine AVRT kann man aber auch bekommen, wenn man kein WPW-Syndrom hat. Das heißt, wenn man eine nur retrograd leitende accessorische Bahn hat und damit keine Präexzitation im EKG. Ja, ich kenne auch umgekehrt noch die Definition. Also vielen Dank für die Erklärung erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie da auch d'accord gehen würden, wenn wir jetzt tatsächlich Präexzitationen im EKG, zwar im Ruhe-EKG, sehen können, aber bisher ist keine symptomatische oder dokumentierte Form einer wirklich anhaltenden Herzrhythmusstörung gab, würde man tatsächlich auch nur von einem Präexzitationssyndrom sprechen und nicht vollständig von einem WPW. Ja. Oder man bezeichnet es als asymptomatische Präexzitation. Mhm. Ja. Ja, super, vielen Dank. Ich glaube, das ist, beantwortet die Frage sehr gut. Im Chat haben wir, glaube ich, im Moment keine zusätzlichen Fragen, sodass wir gern vielleicht auch im Sinne der Zeit mit einem EKG starten können. Und Sebastian, wir haben ja auch hier wieder so Abstimmungstools vorbereitet, dann müssen wir nur das Signal geben, ja? Ja. Ja, fangen wir doch hiermit mal an. Gibt es da vielleicht schon jemanden oder irgendjemanden, der dazu was sagen möchte? Vielleicht nicht gleich die Diagnose, sondern irgendwie, wie wir uns gemeinsam der Diagnose nähern. Also wie nähert man sich so im EKG? Womit fängt man an? Also jetzt mal vom Rhythmus her. Ich glaube, Lagetyp und so weiter, das brauchen wir jetzt nicht nochmal durchexerzieren. Also es sind alle eingeladen, sonst kriegt Theresa gleich wieder ihren Privatunterricht. Vielleicht darf ich mal sagen, also ich gucke mir das EKG an und schaue als erstes, ist es regelmäßig oder unregelmäßig, so wie ich es in diesem EKG-Algorithmus irgendwie ja auch gezeigt habe. Oder ist es schmal oder breit? Ich glaube, wir sind alle uns einig, dass es schmal ist. Dann ist die nächste Frage, ist es regelmäßig oder unregelmäßig? Vielleicht will dazu jemand schnell was sagen. Wir machen es mal kürzer, wir machen mal den Level nicht so hoch, dass man alles beantworten muss, sondern vielleicht einzelne Fragen. Vielleicht kann man damit jemanden mal motivieren. Also regelmäßig oder unregelmäßig? Regelmäßig. Ja, ich auch. Okay, und jetzt ist dann der nächste, also regelmäßig. Dann haben wir, also was sind dann die Differentialdiagnosen? Also vor Flimmern fliegt schon mal raus, ne? Könnte Flattern sein, AVNRT sein, das müssen wir jetzt gucken. Jetzt heißt die nächste Aufgabe, look for the P-Waves. Also wo sind die P-Wellen? Wir haben auch eine Wortmeldung dazu. Ja, unbedingt. Ja. Edwin, schieß los. Ja, ich glaube, es ist regelmäßig. Ja, unbedingt, sehr gut. Das hat man schon beantwortet. Jetzt, wo sind die P-Wellen? Wer will dazu was sagen? Die P-Wellen sind versteckt in die QRS-Komplex. Ich glaube, hinter den QRS-Komplex. Und das sieht man in Ableitung 2, 3 hinter dieser QRS-Komplex. Hier hinten, ne? Das da. Oder man sieht es auch hier schön in V2. Ne? Da ist hier so ein komischer
Buckel hier so drin, ne? Wie so eine kleine Kamelhöcker sozusagen in der T-Welle. Mhm. Perfekt. Also, das ist eine Tachykardie, wo die P-Welle hier ist. Also, was ist die Diagnose? Eher AVNLT. Genau. Typisch, atypisch? Ich würde sagen, typisch. Perfekt, AVNLT. Genau. Super. Typische AVNLT. Ne? Die P-Welle steckt hier hinten drin. Ja, also fast, slow, fast, slow, fast, slow. Typische AVNRT, sehr gut. Vielleicht zeige ich dazu noch mal was, weil das ist jetzt sozusagen auch eine typische AVNRT, die jetzt terminiert. Look for the P-Waves. Und das ist genau das, was ich vorhin sagen wollte. Wenn man sich das vergrößert, dann sieht man während der Tachykardie hier in V1 diesen kleinen Buckel hier, ja? Und hier in dem Sinusschlag, da sieht man den nämlich nicht mehr. Also sozusagen der Vergleich Sinusschlag, wo dieser quasi dieser Buckel nicht mehr da ist und während der Tachykardie, wo er da ist, hilft einem zu sagen, da ist irgendwas, was im Sinusrhythmus nicht da ist. Und das ist dann eben die P-Welle. Ja? Also look for the P-Waves. Hervorragend, gut gelöst. Wer will zu dem EKG was sagen? Das ist so ein Langzeit-EKG-Streifen. Also das läuft sozusagen hier, hier geht es weiter. Genau, jeweils drei Ableitungen. Hier oben steht schon drin, ist irgendwie nachts aufgezeichnet worden, hier 4.58 Uhr, also Patientin oder Patient hat schön geschlafen, Herzfrequenz knapp 50 pro Minute. Ich gucke mir uns mal das hier an. Also ein bisschen wissen wir jetzt schon, worum es geht. Und wirklich sonst gern auch einfach wieder Schritt für Schritt, wenn irgendjemand etwas zu einem bestimmten Abschnitt einfach des EKG sagen möchte, sehr, sehr gern. Man kann eigentlich wirklich nichts falsch machen. Also wir sehen, es ist regelmäßig. Mhm. Ja. Und es ist keine Tachykardie, ne? Das steht keine schon da oben. Und wir sehen eine P-Welle. Ja. Die vor dem QRS-Komplex ist. Ja. Und ich würde sagen, so nach Bauchgefühl, ich sagen, das ist ein bisschen kurz, der Abstand zwischen P-Welle und QRS-Komplex. Ja, der geht direkt ineinander über, ne? Sozusagen hier, es geht hier gar nicht runter, ist keine isoelektrische, sondern das ist hier sozusagen, es geht gleich wieder so hoch. Und sagen, da gibt es noch was nach dem QRS-Komplex, blitzt da auch noch was auf. Ja. Wir haben jetzt auch im Chat schon den Diagnosevorschlag zweifach sogar WPW bekommen, mit dem Hinweis auch auf eine Deltawelle in der mittleren Ableitung. Perfekt, sehr gut. Aber das ist nicht alles, worauf ich hier hinaus wollte. Aber wir kommen, also perfekt, sehr gut. Das heißt, diese ganzen Schläge. Gucken wir uns doch mal den hier an. Was passiert denn hier jetzt? Was ist da plötzlich los? Extrasystole, oder? Ja, ja. Ist es eine ventrikuläre oder eine supraventrikuläre Extrasystole? Also haben wir jetzt aus dem Chat wiederum mehrfach den Kommentar ventrikuläre Extrasystole als Vorschlag. Aber auch supra. Ja, okay. Also dann haben wir ja wahrscheinlich so 50-50, halb blau, halb gelb. Denn also, dann sage ich es mal, es ist eine supraventrikuläre Extrasystole. Und zwar deshalb, weil wenn man sich sozusagen hier hinten bei diesem Schlag mal die T-Welle anguckt, ne? Hier diesen Bereich und das mit dem vergleicht, dann passiert hier schon irgendwas, was sozusagen nicht da hier bei den Sinusschlägen da ist. Ne? Also hier beginnt schon irgendwie die Ektopie. Und wenn man dann nach oben guckt, jetzt verschwindet meine Maus hier, dann geht das hier schon los. Ne? Das heißt, wenn es eine ventrikuläre Extrasystole wäre, dann hätte die einen sehr, sehr komischen Beginn. Möchte ich mal sagen. Das ist eine P-Welle von einer supraventrikulären Extrasystole, die aus einer ganz anderen Region kommt als dieser Sinusschlag. Denn Sinus-P sieht bei den Patienten so aus, dieses supraventrikuläre Extrasystolen-P so. Und wie erklären wir uns jetzt diesen doch deutlich anders aussehenden QRS-Komplex nach dieser supraventrikulären Extrasystole? Also jetzt wieder mal an Blau und Gelb denken, was ich vorhin gezeigt hatte. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Kollegin die ventrikulär gedacht haben, dass es einfach, das ist breiter als sonst. Deswegen exakt. War das, was wir in Lausanne gemacht haben, breit ist immer für ventrikulär hinweisend. Ja. Jetzt kommt die P-Welle von oben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann heißt es, dass es teilrefraktär ist.
das ventrikuläre Myokard. Und entsprechend deswegen ist es breiter an der Stelle. Habe ich das richtig verstanden? Zum Beispiel. Also hier würde man jetzt sagen, also bei den Schlägen ist quasi auf jeden Fall Gelb im Vorteil. Ne? Also hier hat jetzt Gelb viel Spielfeld und Blau ist quasi ganz hinten auf der Torlinie und verteidigt sozusagen. Und hier ist jetzt plötzlich Blau im Angriff. Ja? Das heißt, diese Extrasystole, die kommt wahrscheinlich irgendwo relativ nah von der akzessorischen Bahn. Und jetzt kann plötzlich ganz viel über die Erregung, über sozusagen die Bahn den Ventrikel erregen. Wir haben viel mehr Präexzitation und deswegen wird der QRS-Komplex plötzlich wahnsinnig breit. Möglicherweise, das ist jetzt reine Spekulation, haben wir hier sogar noch eine gewisse Verzögerung im AV-Knoten. Ja. Ja, vielleicht springt es dann noch auf einen Slow Pathway oder irgendwas und es kommt noch weniger über das spezifische Reizleitungssystem. Ja? Okay, gut. Das ist das, worauf ich bei dem EKG hinaus wollte. Ich muss sagen, deswegen ist der QRS-Komplex breiter. Erstens, weil es dann nicht über die Autobahn läuft, sondern sagen, über den muskulären Weg, sozusagen, genau, durch die Leitungsbahn geht. Deswegen dauert es einfach länger. Ja, Zelle zu Zelle, ne? Also sozusagen wie so ein ganz langsamer Dominostein. Einer Zelle schmeißt die nächste um und deswegen dauert die Erregung da einfach so wahnsinnig lange. Ne? Bevor es dann irgendwann Anschluss vielleicht retrograd ans spezifische Reizleitungssystem bekommt und dann doch ein bisschen schneller erregt oder von oben über den AV-Knoten dann noch was kommt. Ja? Okay, noch dieses EKG. Ich glaube, ich habe irgendwo hingeschrieben, das ist auch mit 25 mm pro Sekunde. Ja, steht da unten. Genau, unten rechts steht es, ja. Da steht es, also komisch, die besten EKGs gibt es immer mit 25 mm pro Sekunde. Also erstmal wieder die Frage, schmal oder breit? Schmal. Schmal, ne? Okay, Frage 2, regelmäßig oder unregelmäßig? Regelmäßig kommt über den Chat. Ja, einverstanden. Mehrfach, regelmäßig, ja. Okay. Also, dann haben wir das schon mal. Nächste Frage jetzt. Wo? Look for the P-Waves. Wer sieht P-Wellen? Also, hier unten läuft so ein Rhythmusstreifen irgendwie, ne? 2 und V1, das läuft hier so durch. Und hier haben wir oben das 12-Kanal-EKG, 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ich sehe negative P-Welle. Ja, wo sehen Sie die? Die negative P-Welle sind vor dem QRS-Komplex. Unmittelbar davor, ne? Also unmittelbar davor, genau. Suche mir mal hier unten machen wir mal ein 2, da sieht man es, glaube ich, am besten, ne? Da sieht man, oder ich habe es sogar, glaube ich, mit so, habe ich es irgendwo eingezeichnet, mit so, ups, ne, habe ich nicht, habe ich die Pfeile rausgenommen, Schlingel. Also hier so direkt davor, hier sind die P-Wellen, da ist eine P-Welle, ja. Da ist eine P-Welle, da ist eine P-Welle, da ist eine P-Welle, da ist eine P-Welle. Und die ist tatsächlich vom Vektor negativ in 2, 3 AVF. Also was könnte das sein? Es könnte eine junktionale Rhythmus sein, oder? Junctional Rhythmus, oder? Ja. Chat, fast, slow, AVNRT. Genau, also vielleicht erstmal nochmal die Antwort von den Kollegen gerade beantworten. Junctional Rhythm, also so ein junktionaler Rhythmus, da ist die P-Welle oft im QRS-Komplex, das heißt, wir sehen sie gar nicht. Wenn es sozusagen ein ektoper Vorrhythmus ist, der sozusagen von da unten AV-Knoten nahe kommt, ist möglich. Ja? Also eine, sage ich mal, eine ektope Vorhofftachykardie irgendwo aus der Region AV-Knoten, denkbar, absolut. Oder die zweite richtige Antwort ist, was Javid aus dem Chat vermittelt hat, eine atypische AV-NRT. Ja? Oh, okay. Genau. Kann man jetzt beides nicht beweisen oder ausschließen anhand dieses EKGs? Diese Differentialdiagnosen bleiben einfach offen im Raum stehen. Für diejenigen, die das nicht kennen, wie würde man so einen junktionalen Rhythmus erklären? Also was heißt das? Von wo würde dann die Erregung kommen? Irgendwo hinterm AV-Knoten, also wahrscheinlich irgendwo so im Hissbündelbereich. Okay, und würde dann, Sie sagen, in beide Richtungen ausbreiten? Genau. Eine Frage, und muss immer dieser junktionale Rhythmus immer eine Bradykardie sein oder es kann auch Tachykardie sein? Kann auch Tachykardie sein. Okay. Aus dem Chat kommt jetzt zusätzlich noch die Frage nach einem, ob dort ein Schenkelblock im EKG vorhanden ist. Ich glaube, die Kollegin bezieht sich vor allem auf Ableitung V6 und römisch 2, 3. Vielleicht können Sie dazu noch einen kurzen Kommentar abgeben.
Also ich glaube, das kann man relativ einfach mit Nein beantworten, weil der QRS-Komplex zu schmal ist. Für einen Schenkelblock muss er über 120 Millisekunden breit sein und das ist er hier nicht. Also das ist vielleicht so eine Nachdepolarisation, so eine Early Repolarization hier, aber es ist kein Schenkelblock. Genau, super. Ich glaube, wir kommen da so bei 25 Millisekunden auf etwas über 80 Millisekunden vom QRS-Komplex. Ne? Genau. Das ist dann schmal genug. So, jetzt noch ein kleines Leckerli. Ich weiß nicht, wer das beantworten will. Das ist tatsächlich während einer EPU mal aufgezeichnet worden. Aber auch da nähern wir uns doch einfach mal schrittweise. Hier links breite QRS-Komplexe, ja, oder? Genau, wird auch aus dem Chat bestätigt, ja. Sehr gut, vielen Dank. Und rechts schmale QRS-Komplexe. Ups, was ist jetzt passiert? Jetzt öffnet sich hier irgendwie mein Word. Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit macht. Wir sehen schmale QRS-Komplexe. So. Also hier haben wir eine Tachykardie, die läuft am Anfang mit breiten QRS-Komplexen und wird dann schmal. Ja, ist das jetzt was, was uns jetzt erstmal total irgendwie überrascht? Gibt es sowas nicht? Es kommt ja geben, sonst hätte ich ja kein EKG davon, aber. Es kommt der Vorschlag, dass es sich vielleicht links um eine orthodrome AVRT handeln könnte. Ja. Die Antwort ist richtig. Aber wir haben ja gesagt, eine orthodrome AV-Reentry-Tachykardie läuft ja über den AV-Knoten vom Vorhof zum Ventrikel. Müsste damit eigentlich schmale QRS-Komplexe haben. Also warum hat die hier breite QRS-Komplexe? Es könnte auch eine supraventrikuläre Tachykardie mit Schenkelblock sein. Ja, genau. Also ich sage mal so, ich stimme Ihnen zu, allen, die das gesagt haben, die links hier breite QRS-Komplexe ist ein Schenkelblock, Linksschenkelblock. Jetzt ist es nur komisch, weil wir haben noch eine zweite Beobachtung und die habe ich hier oben eingezeichnet. Also es ist ja nicht nur so, dass die Tachykardie breit ist und plötzlich schmal wird. Ich meine, da würde ich sagen, das kann man einfach erklären. Ne? Also eine Tachykardie kann am Anfang einen funktionellen Schenkelblock haben. Gerade zu Beginn kommt das nicht selten vor. Der Schenkel erschreckt sich, leitet erstmal nicht mit und irgendwann merkt er so, okay, jetzt groovt er sich so ein bisschen ein und dann wird er schmal. Also das ist nicht so ungewöhnlich, dass eine Tachykardie erst am Anfang breit ist und dann mit funktionellem Schenkelblock und dann schmal wird, ist okay. Nur, wir haben ja noch eine zweite Beobachtung und das ist die, dass die Tachykardie hier vorne erst langsamer ist, nämlich 200 pro Minute und dann, wenn sie schmaler wird, plötzlich schnell wird mit 235 pro Minute. Und da würde ich jetzt denken, das ist jetzt so ein bisschen kontraintuitiv, oder? Also eigentlich würde man ja sagen, je höher die Frequenz, desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen Schenkelblock. Und bei langsam müsste der ja eigentlich noch mitleiten. Ich löse es mal auf, weil das kann man, glaube ich, nicht so einfach erklären. Ein Kollege hat in den Chat geschrieben, Maheimbahn. Ja, die Erklärung ist eine andere. Maheim gibt es auch, aber es gibt eine andere Erklärung dafür. Und zwar ist das diese hier. Maheim ist so ein bisschen ein Kolibri, deswegen glaube ich, wird zu weit führen, das jetzt zu diskutieren. Also, was passiert hier? Die Antwort einer orthodromen AV-Reentry-Tachykardie ist richtig. Also, wir haben hier eine orthodrome AV-Reentry-Tachykardie. Die läuft tatsächlich hier so lang und läuft über eine linksgelegene akzessorische Bahn. Also, der retrograde Schenkel, die Faser ist links. Wenn ich den Linksschenkelblock habe, hier drüben, dann nimmt es den Weg über den rechten Schenkel, geht dann hier ins Arbeitsmyokard, kommt hier drüben an. Ja? 200 pro Minute. Jetzt erholt sich plötzlich der linke Schenkel und die Erregung kann hier lang laufen und nimmt dann plötzlich den kürzeren Weg, nimmt die Abkürzung und geht hier lang und wird damit schneller mit 235 pro Minute. Und damit kann man sozusagen zwei Dinge beantworten. Man weiß, dass es eine orthodrome AV-Reentry-Tachykardie ist und ab jetzt, und damit können Sie jetzt jeden beeindrucken, wenn Sie das mal sehen, können Sie sogar sagen, ob die Bahn rechts oder links ist. Weil wenn es ein Linksschenkelblock ist, dann kann es nur schneller werden, wenn die Bahn auch links liegt. Ne? Also wenn sozusagen die Bahn hier rechts wäre, beim Linksschenkelblock, dann wäre der Kreis immer der gleiche, dann wird es nicht schneller. Schneller wird es nur dann, wenn der sozusagen der Block auf der Seite liegt, wo auch die Bahn ist. Ja? Ja, super spannend. Ja.
Sehr toll. Und dann noch das letzte EKG, glaube ich, und dann bin ich durch. Das hier. Das ist jetzt was für die... Kurze Frage noch. Kurze Frage noch zu dem EKG davor. Ja. Ja. Warum kann der Block sich einfach erholen? Das hat letztendlich damit zu tun, dass die Refraktärzeiten abhängig sind von der Frequenz oder der Zykluslänge des vorangegangenen Schlages. Ich sage immer so ein bisschen wie Warmlaufen. Ja, der Schenkel ist sozusagen, braucht eine Weile, bis er sich sozusagen an die höheren Frequenzen anpasst. Okay, alles klar, hatten Sie vorhin schon gesagt. Genau. Ja. So, wieder so ein 25 mm pro Sekunde EKG. Also wieder das gleiche wie vorhin, 1, 2, 3, V1. Haben wir hier so einen Rhythmusstreifen V1, so einen Rhythmusstreifen Ableitung 2, einen Rhythmusstreifen Ableitung 5. Und wir haben hier V1, V2, V3, V4, V5, V6. Breit oder schmal? Ganz so leicht zu beantworten wie vorhin. Bei 25 mm pro Sekunde ist ein so ein großes Kästchen, sind 200 Millisekunden. Ne? Also es kommen schon erste Hinweise. Zunächst einmal regelmäßige Tachykardie. Sehr gut. Der QRS-Komplex rechtschenkelblockartig verändert. Perfekt. Also hier, wir sehen in V1 ne, so ein Hasenohr. Genau, und mehrfach noch der Hinweis, dass es eben breite, durchaus breite QRS-Komplexe gibt. Ja, wobei die gar nicht so wahnsinnig breit sind. Ne? Also ich glaube, wenn man da nicht genau hinguckt und misst, könnte man das glatt für einen schmalen QRS-Komplex halten. Das ist wahrscheinlich so gerade 120 oder ein bisschen drüber. Ne? Das ist nicht 180. Supraventrikuläre Tachykardie mit Rechtschenkelblock. Genau, könnte man vermuten. Supraventrikuläre Tachykardie mit Rechtsschenkelblock. Sehr gut. Alternativ. Aber das ist es nicht, sonst hätte ich es nicht gezeigt. Dann wäre es zu einfach für Sie, nach dem. Alternativ wird vorgeschlagen aus dem Chat, auch schon als Diagnose, eine ventrikuläre Tachykardie faszikelnah. Faszikuläre, ventrikuläre okay. Tachykardie. Perfekt, richtige Antwort. Aber der oder die Kollegin muss jetzt mal sich live schalten, weil sie muss mir erklären, oder er muss mir erklären, wie er da drauf gekommen ist. Weil es gibt einen Beweis dafür in diesem EKG. Ja, wir raten ja nicht nur, sondern wir wollen ja die Dinge beweisen. Wir wollen ja Bosse werden. Insofern gibt es Beweise dafür hier. Und zwar ist die sozusagen die Frage oder die Aufgabe, Aufgabe Nummer 1, look for the P-Waves. Wer sieht P-Wellen? Gucken Sie sich mal hier insbesondere die Ableitung 2 an. Also der Kollege, der die Antwortmöglichkeit vorgeschlagen hat, hat sich auch im Chat mit zwei Beweisen zu Wort gemeldet. Aha. Und zwar sagt er einerseits, sieht er in Ableitung 2 und Ableitung 5, ich glaube sogar, es ist auch noch in mehreren zu sehen, aber ein Capture-Beat. Ja. Und eine vollständige AV-Dissoziation. Dazu bräuchten wir natürlich noch den Hinweis darauf, wo er die P-Wellen vermutet oder entdeckt hat. Aber das sind eben, wären ja, wenn bestätigt und zumindest den Capture-Beat, meine ich, auch auf Anhieb zu sehen. Genau. Tatsächlich beweisende Faktoren hier, dass es sich um eine ventrikuläre Tachykardie handeln würde. Das sind genau die Antworten, auf die ich hinaus will. Ich glaube, wir gehen es einfach mal jetzt Schritt für Schritt durch, damit alle die noch nicht EKG-Spezialisten sind, auch was davon haben. Also, das erste war die sogenannte AV- oder VA-Dissoziation. Ne? Wir haben gesagt, look for the P-Waves. Und die P-Wellen sieht man genau hier, ist eine, man sieht da eine. Ich gucke mal weiter, man sieht hier eine, man sieht da eine P-Welle und man sieht da eine P-Welle. Ne? Und wir sehen jetzt schon, es gibt mehr QRS-Komplexe als P-Wellen. Und diese P-Wellen sehen, sage ich mal, ähnlich aus, als wie sie auch im Sinusrhythmus aussehen können. Und wenn wir mehr P-Wellen haben als QRS-Komplexe, dann kann es keine Tachykardie aus dem Vorhof sein. Dann muss es eine ventrikuläre Tachykardie sein. Ja? Also das ist das eine. Und das zweite, genau, ne? Da sind die P-Wellen. Und das zweite ist, in dieser Reihe von breiten QRS-Komplexen ist hier plötzlich so ein schmaler dabei. Ne? Und da ist jetzt die Frage, wie kann sozusagen bei einer supraventrikulären Tachykardie, wo wir gesagt, ne, also sozusagen wir vermuten eine supraventrikuläre Tachykardie mit einem Schenkelblock,
wieso sollte dann plötzlich einer dieser Schläge schmal werden und danach wird es wieder breit? Ne? Also wir haben es vorhin gesehen, es kann mal breit beginnen und dann schmal werden, aber dass sozusagen es breit ist, ein Schlag wird schmal und dann wird es wieder breit, das passt nicht so richtig. Und das kann deshalb passieren, weil hier einmal ein Sinusschlag es geschafft hat, über den AV-Knoten und das Hissche Bündel sozusagen das Spielfeld zu erobern und den Ventrikel zu erregen und damit einen schmalen QRS-Komplex zu produzieren. Während sozusagen daneben irgendwo, und ganz richtig, das ist eine faszikuläre Tachykardie, also aus dem spezifischen Reizleitungssystem des linken Ventrikels, eine Rhythmusstörung läuft. Also ein sogenannter Capture Beat. Genau. Und das beweist die ventrikuläre Genese dieser Rhythmusstörung. Okay, damit bin ich, glaube ich, am Ende mit meinen Folien und mit meinem Vortrag. Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Auch zeitlich eine Punktlandung, muss man sagen. Vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr spannenden EKGs zum Abschluss und auch für den hervorragenden Vortrag dafür. Ich kann nur sagen, ich selbst habe auch noch sehr, sehr viel davon mitgenommen. Ich glaube, allen anderen wird es auch so gegangen sein. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass es aufgezeichnet ist, um mir das eine oder andere nochmal nachzuschauen. Sehr, sehr schön. Ja, super. Vor allem an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Bolt, dass Sie sich am Abend bei engem Terminplan und diesem tollen Wetter draußen all diesen Faktoren zusammen 1,5 Stunden für uns Zeit genommen haben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur wiederholen, fantastischer Vortrag. Und ja, Javid, vielleicht übergebe ich dir an dieser Stelle erstmal das Wort. Ja, vielen Dank. Also nochmals hier, Professor Bolt, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Das war uns auch didaktisch durchgeführt haben, vor allem jetzt nach dem Vortrag auch durch diese EKG-Beispiele. Das war großartig.